Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe Biologie befinden wir uns nun bei der 12. Vorlesung und ab jetzt werden wir uns mit den Sinnesorganen befassen und hierbei der erste Teil, das wichtigste Sinnesorgan des Menschen, das Auge, welches wir nebenbei in zwei Teilvorlesungen behandeln werden, einfach weil es so komplex und so wichtig ist. Schauen wir uns mal das Inhaltsverzeichnis an. Also, zunächst, wie so oft, kümmern wir uns um die Definition. Und der zweite Punkt, um den wir uns dann kümmern, sind die Augentypen. Das sind hier die verschiedensten genannt, vom Photorezeptor über Flachauge, Pigmentbecherauge, Grubenauge, bis zu dann schlussendlich den unseren Wirbeltieraugen und mit 2.10. die Sonderstellung der Ocellen. Damit haben wir dann so die ganzen Augentypen eigentlich abgehandelt und in der nächsten Vorlesung werden wir dann auf die Physiologie des Auges, sprich das Sehen, eingehen. Okay, legen wir mal los. Ja, wir beginnen am besten natürlich mit den Definitionen. Erst einmal, was sind Sinnesorgane? Das sind eigentlich alle Organe, welche der Wahrnehmung von Reizen aus der Umwelt dienen. Und diese Wahrnehmung ruft chemisch-elektrische Reaktionen im Organismus hervor, welche dann im Gehirn bzw. Rückenmark verarbeitet werden, ausgewertet werden, wenn wir so möchten, und damit dann den Organismus befähigen, ein Abbild seiner Umwelt oder Umgebung zu erlangen. Die wichtigsten Sinne des Menschen sind Hören, Sehen, Schmecken, Riechen und Fühlen. Und es gibt auch noch viele weitere Sinne, auch bei uns Menschen selbst, zum Beispiel der Fühl- oder Tastsinn, hat nochmal einmal untergliedert andere kleinere Sinne, aus denen er insgesamt besteht. Dazu kommen wir aber dann in der entsprechenden Vorlesung. Zudem gibt es noch andere Sinne, die wir Menschen nicht wirklich haben, wie die Wahrnehmung von elektromagnetischen Feldern. Für uns ist Sehen der wichtigste Sinn und dient der Wahrnehmung von Lichtreizen und damit der optischen Orientierung an der Umwelt. Also zuallererst reagieren wir mal auf das Gesehene. Das Organ, das das wahrnimmt, ist bekannterweise das Auge. Und damit sind wir schon bei dem wichtigsten Organ, dem Auge, und müssen uns jetzt mit den verschiedenen Typen von Augen befassen. Natürlich ist es nicht so gewesen, dass einfach mal ein Organismus auf die Welt kam und plopp, er hatte Augen gehabt, so wie wir sie heute kennen, sondern es war passend zu der Evolutionstheorie ein stetiger Prozess der Entwicklung, Try and Error, wie man so schön sagt, es wurde was verändert, das hat sich etabliert, dann wurde es übernommen oder es hat sich halt nicht etabliert und ist ausgestorben, während das Merkmal dann verloren ging. Dabei wurden natürlich die verschiedensten Augentypen entwickelt, welche dann jeweils dem Organismus halfen, sich an seinen Lebensraum besser anzupassen. So zum Beispiel benötigen Lebewesen, die in der Dunkelheit leben, kein Farbsehen oder nur ein sehr geringes Farbsehen, während andere am Tag durch das Farbsehen einen Vorteil erlangen, in der Dunkelheit jedoch weniger gut angepasst sind. Man kann das auch an der Geschwindigkeit zum Beispiel festmachen. Schnelle Räuber, wie hier der abgebildete Serengeti-Löwe, benötigt natürlich Augen, die ein mögliches Beutetier in sehr großer Entfernung erspähen können und auch schnell reagieren können. Während Pflanzenfresser eher ein weites Sichtfeld für das frühzeitige Erkennen von Feinden benötigen. Das heißt, er ist schnell, muss sein Ziel weit und gut fokussieren können. Derjenige, der die Beute ist, braucht natürlich ein eher breites Sichtfeld, damit er möglichst schnell reagieren kann. Also evolutionsbiologisch betrachtet sind wir vom Augentypen her Beutetiere, weil wir haben ein relativ breites Sichtfeld. Okay, angefangen hat es mit dem Photorezeptor. Allerdings ist es umstritten, ob der Photorezeptor auch wirklich schon zu den Augen zählt, weil die späteren Augen dann eine Ansammlung von mehreren Photorezeptoren sind. Oh, das Problem ist halt, definitionsgemäß passt er halt, wie gesagt, dazu, denn Photorezeptoren nehmen nur einmal Licht wahr. Aber funktionstechnisch ist es strittig, ob ein einzelner Photorezeptor wirklich schon als Auge bezeichnet werden kann. Ich würde mich allerdings eher dazu durchringen zu sagen, das ist ein Auge, denn es kann sehen. Sie stellen logischerweise damit die ursprünglichste Form von Augen dar, beziehungsweise sind deren Vorläufer, je nachdem wie man die Definition oben interpretiert. Bekannte Vertreter, die solche Photorezeptoren aufweisen, sind Regenwürmer und Euglena, das Augentierchen, was hier rechts abgebildet ist und in der Regel das Paradebeispiel für die Photorezeptoren ist. Was ist wichtig zu wissen zu Euglena? Nun, Euglena ist ein autotropher Organismus,
Das heißt, es lebt von Lichtenergie, es ist in gewisser Weise am ehesten eine Pflanze, da sie für die Photosynthese benötigt. Schauen wir uns das mal anhand der Euglena an. Also, wichtige Bauteile ist hier mit Nummer 10 gekennzeichnet die Flagelle, Fortbewegung. Damit kann sie, indem sie die Kreisen bewegt, sich fortbewegen und damit Sachen ausweichen. Dann haben wir mit 8 hier gekennzeichnet den Photorezeptor, meinetwegen auch Distelauge. Der sitzt an dem Ansatz der Flagelle und wird von einer Seite von dem lichtundurchlässigen Pigmentfleck verdeckt, hier mit 9 gekennzeichnet. Der dient halt dazu, die Einfallsrichtung zu ermitteln, weil wenn wir jetzt mal hier in dieser zweidimensionellen Darstellung das betrachten, was links da vom Photorezeptor liegt, da kann Licht einfallen, rechts wird abgeschottet. Das heißt, Euglena ist in der Lage, zumindest grob zu sagen, aus welcher Richtung das Licht kommt, indem es sich verschieden bewegt und so verschiedene Bereiche abdeckt. Bei leichter bis mittlerer Lichteinstrahlung bewegt sich Euglena zum Licht hin, das wird auch Phototaxis genannt. Bei starker Lichteinstrahlung, die ihr schaden könnte, bewegt sie sich weg. So, da das nicht unbedingt natürlich leicht vorstellbar ist, kann ich mir vorstellen, habe ich ein bisschen gegoogelt und auch ein Video gefunden, was ich euch gerne zeigen möchte. Ja, hier sehen wir halt Euglena und wie sie sich langsam fortbewegt. Leider lässt sich die Phototaxis hier optisch nicht so gut erkennen. Ist ein bisschen schade, aber man kann ruhig glauben, sie bewegt sich zu schwachem Licht sozusagen hin. Bei sehr starkem Licht bewegt sie sich von diesem weg. Auch im Video nicht gut zu erkennen ist die Flagelle. Und damit kommen wir dann zum zweiten Auge, dem Flachauge. Ich gehe nebenbei so vor, wie die Evolution vorgegangen ist, zumindest höchstwahrscheinlich. Ausgenommen die Ocellen, die halt eine Sonderstellung haben, das werden wir aber dann gleich sehen, warum. Also das zweite, was hervorgebracht wurde, waren wahrscheinlich die Flachaugen, welche dann natürlich eine Weiterentwicklung der Photorezeptoren darstellen. Und diese kommen bei Seesternen und Quallen vor, aber auch nicht bei allen, sondern nur bei einigen. Im Prinzip sind sie eine Zusammenlagerung von mehreren Photorezeptoren. Und die Organismen, die Flachaugen haben, sind in der Lage, grob eine Orientierung von ihrer Umgebung zu erhalten, da sie mehrere davon besitzen. Wir müssen uns das so vorstellen, da auf die flachen Augen Licht von allen Seiten treffen kann, ist es erst einmal natürlich nicht möglich, die Richtung zu bestimmen. Nur ein hell-dunkel sehen ist möglich. Das genügt natürlich, um Räuber zu erahnen. Zum Beispiel, wenn der Lichtreiz spontan aufhört, kann eine Fluchtreaktion stattfinden. Das ist allerdings natürlich nur dann möglich, wenn man zum Beispiel an zwei verschiedenen Bereichen, wie hier auf der rechten Seite von mir dargestellt, Augen hat oder diese in einem anderen Winkel liegen, sodass man zumindest ungefähr abschätzen kann, woher ein Licht oder wenn ein Räuber sich nähert, halt die Dunkelheit herkommt. Damit kommen wir zu dem Pigmentbecherauge. Sie ähneln den Flachaugen mit einem sehr großen Unterschied, und zwar, dass sie sich in einer tiefer liegenden Mulde befinden, sodass Licht nicht von allen Seiten auf sie gelangen kann. Man hat ja also sozusagen Fehleinstrahlungen bzw. ausgelöscht. Es ist jetzt ein fokussierteres Sehen, man hat eher die Möglichkeit, eine Richtung zu bestimmen, da halt das Licht nicht mehr von allen Seiten auf die Rezeptoren gelangen kann. Durchfanden seien mehrere von diesen Pigmentbecheraugen, auch Pigmentbecher-Ocellen genannt, die verschieden angeordnet sind, ist es nämlich dadurch dann möglich, eine genaue Richtung zu bestimmen. Zu finden sind Becheraugen bei Strudelwürmern und Lanzettenfischen, und diese bestehen dann auch aus 20 bis 30 Photorezeptoren. Die nächste Stufe der Evolution, was das Auge angeht, wird wohl das Grubenauge sein. Sie ähneln den Pigmentbecheraugen, aber haben drei wesentliche Unterschiede. Das erste, ihre Photorezeptoren sind dem Licht zugewandt. Bei den anderen war es so, dass sie dem Licht halt nicht zwingend zugewandt sind. Die Grube ist mit einem Sekret gefüllt, während beim Pigmentbecherauge die Grube leer war. Und die Sehzellen sind tiefer eingesenkt. Das hat zur Folge, dass sie effizientere Weiterentwicklung der Pigmentbecheraugen sind, da nun noch mehr Strahlen abgeschottet werden, was eine noch präzisere Richtungsbestimmung zulässt. Vorkommen tun sie bei Weichtieren und einigen Schnecken. Das Lochauge.
Das ist wahrscheinlich eine Weiterentwicklung des Grubenauges, bei dem der Durchmesser für das Licht auf ein Minimum reduziert wurde. Von der Logik her, optisch ist es so, mit voranschreitender Verengung der Öffnung zu den Sehzellen hin, wird immer weniger Licht zu diesen durchgelassen. Vorteil davon ist, dass durch die geringe Anzahl von Lichtstrahlen ein sehr, sehr scharfes Bild entsteht. Nachteil dabei ist allerdings, dass mit Abnahme der Lichtstrahlen auch die Lichtintensität abnimmt. Damit liefern Lochaugen zwar scharfe Bilder, die allerdings nur einen sehr geringen Kontrast haben. Vorkommen tun sie bei den Perlboden, hier der bekannteste Vertreter, Nautilus. Kommen wir damit zu den Blasenaugen. Das Blasenauge ähnelt dem Lochauge in Aufbau als auch Funktion, wie wir auch an der Zeichnung, die ich gemacht habe, erkennen können. Auch hier sieht man den Unterschied. Es hat eine dünne, lichtdurchlässige Hautschicht, welche über der Sehöffnung liegt. Blasenaugen kommen natürlich bei Hohltieren, Würmern und Schnecken vor. Facettenaugen bzw. Komplexaugen stellen eine Ansammlung vieler einzelner, kleiner Augen dar, welche von der Funktion den Lochaugen ähneln. Jedes Einzelauge verfügt dabei über 8 Lichtsinneszellen. Durch die große Anzahl an Einzelaugen, es gibt da hunderte bis tausende, welche auch alle eine verschiedene andere Ausrichtung haben, entsteht ein Bild wie ein Mosaik, welches in der Regel sogar eine bis zu 360-Grad-Darstellung der Umgebung abbildet und somit ein Sehen in jede Richtung ermöglicht. Daher haben wir es auch schwer, Fliegen aufzuklatschen, wenn wir so wollen, weil sie einerseits erstmal den Rundumblick haben, wie man so schön sagt, und andererseits haben sie auch eine viel, viel höhere Geschwindigkeitsauflösung, also sie sehen mit einer höheren Frequenz, das erlaubt ihnen höhere Reflexe als uns zu haben. Das, was ich gerade gesagt habe, steht ja jetzt auch gleich nochmal. Die Anzahl Bilder pro Sekunde, die Frequenz also, kann bis zu 250 Hertz betragen. Das ist bis viermal so viel wie beim Menschen. Das heißt, sie reagiert auch bis zu viermal so schnell wie wir. Die optische Auflösung ist hingegen aufgrund des einfachen Aufbaus der Einzelaugen begrenzt. Facettenaugen kommen vor allem bei Insekten und Krebstieren vor. Linsenaugen. Sie sind die leistungsfähigsten und diversesten Augen innerhalb der Natur. Die primitivste Variante besteht aus einer einfachen Linse, welche das einfallende Licht bündelt bzw. streut und auf eine Retina, also der Netzhaut einer Ansammlung von Fotorezeptoren, wirft, wo die Informationen aufgenommen und an einen Sehnerv weitergeleitet werden. Die Öffnung des Linsenauges ist in der Regel mit einer Hornhaut überzogen, welche das Auge vor äußeren Einwirkungen schützt. Primitive Linsenaugen finden sich bei Kröten und diversen Quallen. Hier zum Beispiel bei der Würfelqualle. Damit kommen wir zu den komplexesten Augen, die wir auch haben, die Wirbeltieraugen. Genau genommen stellen sie nicht unbedingt eine eigene Sonderform von Augen dar, werden aber als solche betrachtet, aber an sich sind sie eine Form der Linsenaugen. Sie werden allerdings unterschieden, da sie über einen komplexen Aufbau und effizientere Bildauflösung verfügen. Zum Beispiel haben sie eine Muskulatur, welche die Linse und damit die Sehschärfe beeinflusst. Wir können damit, wenn wir jetzt etwas im Vordergrund haben, wenn wir zum Beispiel mal unsere Hand vors Auge halten und etwas weit Entferntes anblicken, ich zum Beispiel gerade in Richtung einer Tür, dann kann ich entweder die Tür fokussieren und meine Hand im Vordergrund wird unscharf, oder ich fokussiere die Hand, was dazu führt, dass sie scharf wird, aber die Tür im Hintergrund verschwommen erscheint. Das ist nur möglich, weil wir die Muskulatur haben, welche darauf Einfluss nehmen kann. Dann sind aber verschiedene Fotorezeptoren vorhanden, Stäbchen und Zäpfchen. Es gibt auch diverse Schutzorganellen, zum Beispiel Augenlider oder auch Wimpern. Und, wie der Name auch schon vermuten lässt, kommen Wirbeltieraugen natürlich bei Wirbeltieren und vor allem Säugern vor. Letztlich unter 2.10 die Ocellen. Wie ich schon sagte, sie nehmen eine Sonderstellung ein, da sie von Funktion und Aufbau von einfachen Flachaugen über Grubenaugen bis hin zu primitiven Linsenauge reichen können. Zweiter Sonderpunkt ist, dass Ocellen die Sonderstellung einnehmen, da sie nicht einzeln vorkommen, sondern nur zusätzliche Augen darstellen. Das heißt, sie kommen immer in Kombination mit anderen Augentypen vor. Sie treten in allen Tiergruppen auf,
vermehrt jedoch bei Gliederfüßern, wo sie die Funktion der Facettenaugen unterstützen. Auffällig bei Urzellen ist, dass nur fliegende oder nachtaktive Gliederfüßer über Urzellen verfügen. Bei ersteren zeigten Untersuchungen, dass sie als Gleichgewichtsorgan durch Orientierung an Licht dienen, bei letzteren unterstützen sie die Facettenaugen beim Nachtsehen. Wie gesagt, sie kommen zwar auch bei anderen Tiergruppen vor, aber maßgeblich bei den Gliederfüßern und dort nur bei fliegenden oder nachtaktiven. So, ich habe euch ein paar Sachen vorgestellt. Wie immer kommt es jetzt dazu, dass ihr zeigen sollt, was hängen geblieben ist. Ich habe zwei Übungsfolien erstellt. Ja, ich wünsche euch viel Glück, löst sie einfach mal. Wir schauen mal, was hängen geblieben ist. Bis gleich! Okay, kommen wir zur Lösung. Genau genommen zur ersten der drei Folien. Aufgabe 1 lautete: Was sind Sinnesorgane und wozu dienen sie? Nenne die fünf Sinne des Menschen. Das, denke ich, war eine recht einfache Frage. Das sind Organe, welche Reize aus der Umgebung wahrnehmen können und sie dienen der Orientierung an und in der Umwelt. Die fünf Sinne des Menschen, die großen Sinne, es gibt wie gesagt noch kleinere, sind Sehen, Riechen, Hören, Schmecken und Fühlen. Ich denke, die Aufgabe war geschenkt. Ein bisschen schwerer wurde es bei zweitens, erläutert die Funktion der Photorezeptoren anhand von Euglena, die ich hier nochmal klein abgebildet habe. Photorezeptoren sind, wie wir gelernt haben, lichtempfindliche Zellen. Bei Euglena ist es so, dass der Photorezeptor sich am Ansatz der Flagelle, mit der sie sich fortbewegen kann, befindet. Nahe dazu ist ein lichtundurchlässiger Pigmentfleck, welcher der Orientierung dient, indem er je nach Ausrichtung von Euglena einen Bereich für Lichteinfall verdeckt. Das heißt, eine Seite ist sozusagen lichtintensiv, die andere ist geschützt vom Licht, wie wenn man einen Schirm aufspannt und ihn seitlich hält. Wenn sich Euglena nun bewegt, variiert natürlich der Punkt im Verhältnis zum Lichteinfall, so kann sie abschätzen, in welcher Richtung Lichtquellen liegen. Das ist für sie vorteilhaft, da sie autotroph ist, damit auf Licht angewiesen ist und sich so bei schwacher Lichtintensität oder sich so schwacher Lichtintensität nähern kann und damit besser dort die Photosynthese durchführen kann, beziehungsweise bei zu starker Lichteinstrahlung der Gefahr der Austrocknung umgehen kann, indem sie sich wegbewegt davon. Drittens. Was ist das Besondere an Urzellen? Warum werden sie von anderen Augentypen unterschieden? Das waren ja zwei grobe Punkte. Das erste ist, sie können nur in Verbindung mit anderen Augen auftreten und unterstützen diese. Das ist auch der Grund, warum man sie davon unterscheidet, obwohl sie hinsichtlich Aufbau und Funktion allen anderen Augentypen entsprechen können, was sozusagen auch der zweite Punkt darstellt. Viertens. Welcher Augentyp ist abgebildet? Erläutert die Funktion dieses Augentyps und nenne einen wesentlichen Unterschied zum Blasenauge. Ja, wir haben hier eine kleine Öffnung, keine Schutzschicht. Das kann sich also nur um ein Lochauge handeln, das wie eine Lochkamera funktioniert, welche auf dem Prinzip beruht, dass Licht durch nur eine sehr, sehr geringe Öffnung eindringen und damit die Photorezeptoren erreichen kann. Riesiger Vorteil dabei ist natürlich eine sehr, sehr genaue Ausrichtung in lokaler Hinsicht und scharfe Bilder. Nachteil ist natürlich, umso kleiner die Öffnung ist, umso weniger Licht kann eindringen. Und wenn jetzt die Sehzellen nicht unbedingt stärker werden, dann ist der Kontrast natürlich nur sehr gering. Vergleichen wir das mit dem Blasenauge, stellen wir fest, dass das Blasenauge dem Lochauge in vielerlei Weise gleicht, mit einem großen Unterschied, und zwar, dass die Sehöffnung von einer lichtdurchlässigen Hautschicht überzogen ist. So, fünftens, ordne folgende Aussagen die entsprechenden Augentypen zu. A. Sie stellen eine Ansammlung vieler einzelner Augen dar. Das müssen dann die Facettenaugen sein. B. Sie sind eine spezielle Form der Linsenaugen, das sind dann die Wirbeltieraugen. C. Nach den einzelnen Photorezeptoren stellen sie die einfachsten Augen dar. Das sind dann Flachaugen, jene, die nur bei der Familie der Perlboote vorkommen. Und bei D. Das sind Lochaugen. E. Auch wenn der Organismus mehrere von ihnen hat, ist keine Richtungsbestimmung, sondern nur ein Hell-Dunkel-Sehen möglich. Das trifft ebenfalls auf die Flachaugen zu. Und F. Vor allem beflügelte Gliederfüße haben diesen Augentyp, wo wir dann bei den Urzellen landen. Ja, damit sind wir mit dem ersten Teil der Augen durch, beziehungsweise sozusagen der
ersten Teil der Untervorlesung Sinnesorgane, die wahrscheinlich, wenn ich mir mal so rechne, aus 6 Teilen bestehen dürfte. Je nachdem, wie umfangreich es wird. Zu Augen werden auf jeden Fall noch eine weitere Vorlesung folgen, wo es dann hauptsächlich die Physiologie geht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, es war interessant. Über eine gute Bewertung oder auch einen Klick auf dieses Bereich, wo Abonnieren steht, würde ich mich sehr freuen und hilft mir auch sehr viel weiter. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönes Wochenende, was auch immer anliegt und verabschiede mich. Tschüss!